vom 8. bis zum 14. August 2010 durften wir einen schönen Urlaub auf einem Traumschiff genießen. Den Urlaub hatten wir von unseren beiden Omas und von Mario zu Weihnachten geschenkt bekommen. Unser Traumschiff war die Costa Magica. Sie fährt unter italienischer Flagge. In insgesamt 1358 Kabinen finden über 3000 Passagiere Platz. Das Schiff war total ausgebucht. Vier Restaurants und 11 Bars sorgen für das leibliche Wohl der Gäste. In einem Wellnesscenter mit 1300 Quadratmetern, 4 Swimmingpools und 5 Whirlpools kann man sich fit Für die halten. Unterhaltung gibt es ein Theater, das über 3 Etagen reicht. Casino, Diskothek und viele andere Einrichtungen sorgen dafür, dass keine Langeweile aufkommt. Sein Geld kann man in einem Shopping-Center loswerden. Und dass das Ganze funktioniert, alle Gäste gut betreut werden und das Schiff immer auf Kurs bleibt, sorgen über 1000 Mann Besatzung. Unsere Traumreise führte uns nach Norwegen. Zuerst in die Häfen von Hellesylt und Kreianger. Dann ging es nach Bergen und Stavanger. Zum Schluss machten wir einen Abstecher in Dänemark, im Städtchen Aarhus. Am 14. August legten wir wieder in Kiel an. Wie jeder Urlaub beginnt auch dieser mit dem Kofferpacken. Wenn ich nicht mit aufs Klo. Also. Also dann fahren wir erstmal nach Kiel, unsere erste Etappe. Wir sind in Kiel angekommen. Hier unten haben wir unser Auto abgegeben. Und hier ist unser Schiff. Steht unsere Verpflegung. Das ist unser Zimmer. Hier müssen wir fahren. Jetzt sind wir auf dem Balkon. Unser erster Tag in Kiel. Es heißt herzlich willkommen an Bord.
16.30 Uhr sind alle an Bord und 17 Uhr nimmt die Costa den Kurs auf Kreianger auf. Wir durchfahren die Kieler Förde, passieren die Einfahrt zum Nordostseekanal. Wir fahren in den Lange Landbelt und anschließend in den Großen Belt. Dort unterfahren wir die zweitlängste Brücke der Welt mit einer lichten Spannweite von 1624 Metern. Kilo Fjorde. Das U-Boot-Denkmal für alle in den beiden Weltkrieg gefallenen U-Boot-Seeleute. Und das Ehrenmal, was aussieht wie ein riesiges Steuerruder eines Wikingerbootes für alle seit 1920 gefallenen Seeleute. Ein schöner Regenbogen.
Schiffe kreuzen unseren Weg. Heute befinden wir uns auf See. Die Nacht war stürmisch und regnerisch, mit Windgeschwindigkeiten bis über 100 km/h. Aber unser Schiff hat Gott sei Dank durch die Stabilisatoren nicht so sehr geschwankt. Nur die Balkontür ging nicht auf. Aber ich wäre sowieso nicht rausgegangen. Gegen Mittag taucht in einer Entfernung von 4 Seemeilen die norwegische Südküste auf. Bis dahin werden wir das Schiff erkunden und die Pools ausprobieren. Trotz mächtigem Wind sieht die See verhältnismäßig ruhig aus. In der Ferne sehen wir die ersten Züge von Norwegen. Es ist Mittag in unserer Kabine. Im Hintergrund der Balkon. Und Karin im Pool. Karin im Pool der Costa. Da das Wasser sehr kalt war, ging es schnell wieder hinaus und doch lieber in einen der Whirlpools. Ja. Okay, ist egal. Guck raus. Wie schön das hier ist. Also für von den Norden, das nein. Das Oberdeck der Costa. Rechts sind Teile der Wasserrutsche. Eckert an Deck der Costa. Schon eine zugige Ecke hier. Zum Kapitänscocktail in die Salento. In der Kabine beim Studieren der Zeit Dode. Wir wollen ja wissen, was am nächsten Tag passiert und wann wir uns zum Ausflug treffen.
Der dritte Tag, helle Sylt und Geiranger. In der Nacht sind wir in den Storfjord eingefahren. Gegen 9 Uhr fahren wir den Hafen von Hyllesund an. Dort gehen wir mit Tenderbooten an Bord, um an einem Landausflug teilzunehmen. Unser Schiff wird nach kurzem Aufenthalt nach Geiranger weiterfahren, wo wir dann gegen 17 Uhr wieder an Bord gehen. Heute haben wir Dienstag. Unser Bild ist ein ganz anderes. Das Meer ist ruhig und wir sind in den Fjord eingefahren. Die Einfahrt in den Sundlisfjord. Wir befinden uns im Sunnefjord in Richtung Hellsylt. Ein Wasserfall gelangt in dem Fjord. Hellsylt umgeben von großen Bergen am Ende des Fjords. Unser großes Schiff in dem schmalen Fjord. Der kleine Ort Hellesylt. Unser erster Landausflug. Wir sind in Hellesylt von Bord gegangen. Mit dem Bus fahren wir von Hellesylt nach Follester. Von dort aus wandern wir 10 Kilometer nach Flo. Der Weg war im Mittelalter für den Austausch der Güter zwischen Binnenland und Küstengemeinden sehr von Bedeutung. Die Güter mussten zu Fuß oder mit Pferd transportiert werden, da die Pfade unwegsam waren, dass kein anderes Transportmittel sie befahren konnten. Nach einem steilen und steinigen Abstieg erreichten wir Flo, das am malerischen Strüdenstrandsee liegt. Von dort aus setzten wir die Reise mit dem Bus fort. Führt über eine neue Bergstraße von Strünn, die durch mehrere Tunnel führt und am Djupasee vorbei. Von dort aus geht es eine Mautstraße auf den Berg Dallisnaba, von wo aus wir eine gigantische Aussicht haben. Leider ist dabei der Camcorder außer Betrieb gesetzt, so dass wir nur mit Fotoapparat arbeiten konnten. Das bedauere ich heute noch. Heute legen wir in Hellesylt an.
Und Schiff in helle Sylt. Die Costa im Fjord von helle Sylt. Unser Schiff vom Denderboot. Der Wasserfall in helle Sylt. Unser Bus der Wasserfall in helle Sylt. Von hier aus starten wir unsere Wanderung. Wir begeben uns auf die Wanderung von Folset nach Flow. Das sind ca. 10 Kilometer. Die Wanderung führt entlang am Fluss Bug Delva. Wir wandern nach Flow, 10 Kilometer. Bergsee mit glasklarem Wasser. Ein Elch? Oder ist es doch nur eine friedlich grasende Kuh? Erneut taucht ein schöner Bergsee vor uns auf. Wir kommen immer höher und sind schon fast 550 Meter über dem Meeresspiegel.
Von den Hängen stürzen Wasserfälle ins Tal. Eine Sommerfarm, Seter. Erneut ein Wasserfall. Eine herrliche Landschaft. Ganz hinten zwischen den Wolken tauchen riesige Berge auf mit Gletschern. Wieder Wasserfälle, die ins Tal rauschen. Faszinierende Anblicke. Die Gletscherfelsen der Berge Lofselet und Skala tauchen zwischen den Wolken auf. Wieder eine der malerischen gelegenen Sommerformen. Der erste Anblick des unter uns liegenden Strynnovatner See. Eine Sommerfarm mit grasbedecktem Dach. Der Strynnovatner See, seine türkisblaue Farbe, entsteht durch Mineralien aus den Bergen, die mit dem Gletscherwasser in den See gelangen. Wir gehen steil bergab zu dem Ort Flow. Der Strynnovatnsee, eingerahmt von gewaltigen Bergen. Der Ort Flow ist eine malerisch gelegene Gemeinde mit schönen Obstgärten. Wir sind mit dem Bus weitergefahren auf den Berg Dalsni Baba. Vom Aussichtspunkt ergibt sich eine malerische, atemberaubende Blick über die Berge mit Gletschern und tiefen Schluchten. Blick in ein mächtiges Tal. Faszinierend schön. Überall riesige Gesteinsblöcke, Felsen, Gletscher. Ich bedauere immer wieder, dass der Camcorder außer Betrieb war. Unten erscheint plötzlich der Geierangerfurt und unser Schiff Costa ist auch da unten. Wir hatten großes Glück, dass gerade in dem Moment die Wolken aufbrachen. Noch einmal ein Blick über die schönen Berge und Felsen. Dann mussten wir wieder in den Bus und es ging zurück, Sabatina, ins Tal. An der Fühltalschlucht machte unser Bus Halt und wir konnten die Costa unten im Krajanger Fort liegen sehen. Noch einmal die Costa im Krajanger Fjord. Die Häuser gehören zu Krajanger. Der schön gelegene Ort Geianger. Wir verlassen den Ort Geianger und steuern neue Ziele an. Ein letzter Blick auf Geianger. An den steilen Felsen kann man noch kleine Häuser entdecken. Es sind Farmen, in denen früher Bauern gewohnt haben. Die Felsen sind so steil, dass sie die Kinder und das Vieh anleinen mussten, damit man nicht abstürzt.
Mir ist es rätselhaft, wie man auf so steilen, engen Raum überhaupt wohnen kann. Der Geiranger Fjord. Auf den Hang ist eines der alten Bauernhöfe zu erkennen. Wir verlassen den Hafen von Geiranger. Wenn das Ding vergeknipst hast, ja. Mittwoch, der 11. August. Wir fahren nach Bergen. Wir fahren in südliche Richtung, bis wir in den Jellesfjord einbiegen. Bergen war im 12. und 13. Jahrhundert die Hauptstadt Norwegens. Heute ist sie noch die zweitgrößte Stadt. Wir haben den Vormittag Zeit, da wir erst 12.45 Uhr unser Schiff zum Landausflug verlassen. Wir befinden uns in Hjeltefjord. Wir fahren in Richtung Bergen.
Immer wieder tauchen kleine Inseln vor uns auf. Die Häuser werden wohl schon zu Bergen gehören. Heute ist Mittwoch. Wir sind in Bergen, werden bald im Hafen anlegen. Wir sind im Hafen von Bergen. Die Stadt Bergen. Auf den Berg führt eine Drahtseilbahn hinauf und man soll von oben einen schönen Blick haben. Das ist doch nicht wohl wie in die Schale. Das ist ja schnell. Die Einfahrt in den Hafen von Bergen. Wegmachen mit seinem Schiff, ja. Der muss wegfahren mit seinem Schiff. Jetzt kommt er dazwischen. Da kommt noch ein großer.
meine, der Kleine hier, der hier dazwischen war, muss weg, weil das Schiff hier rankommt. Ich hatte gedacht, ich habe gesagt, das kleine Schiff, was hier dazwischen war, muss weg, weil sonst das große. Die kleine Städtchen. Vorne haben sie auch schönes Seil. Na ja. Unser Landausflug in Bergen mit Boot und Schiff. Als wir gegen 13 Uhr im Boot saßen, fing es pünktlich an zu regnen, so dass wir ins Innere flüchten mussten. Aber es war nur ein kurzer Schauer. Bergen liegt eingebettet zwischen 7 Bergen und dem Meer und wird durch eine Vielzahl von Inseln von der Nordsee abgeschirmt. Vom Boot konnten wir die schöne Umgebung bewundern, die vielen kleinen Inselgruppen mit hübschen Wohn- und Ferienhäusern. Für die Rückfahrt benutzten wir den Bus. Durch die Staus ging es aber nur zögerlich vorwärts. So bekamen wir Zeitnot. Auf einer kleinen Insel hatten wir noch einen kurzen Fototrip. Dann besichtigten wir die Brücken. Das sind ehemalige Kontore der Hanseleute. Heute sind sie UNESCO-Weltkulturerbe.
Jetzt sind Geschäfte, Restaurants, Kaffeestuben und Künstlerateliers untergebracht. Leider hatten wir hier viel zu wenig Zeit, denn unser Schiff wollte wieder ablegen. Im Hafen von Bergen. Ja, hier sehen Sie rechts, das sind also die lokale Unterwasserarchäologen, die arbeiten hier vor diese kleinen Gummiboote und versuchen zu finden, die verschiedenen Altersachen, die sind da hinten gelegt, hier auf dem Boden. The sixth last one to the left are built new as part of the SAS hotel there many years ago after a fire in the second half of the 1950s destroyed all the buildings there. We are very soon coming to our fortress here where the first building in that the stone building is the Rosencrest turret built to the current height in three stages. The first fahren mit dem Boot von Hafen in Bergen in die Vororte. Aber alles das ist also Bergen mit ganzen 465,3 Quadratkilometer. Und vor uns da liegt das Problem, nicht mehr zu Berg gehört, sondern selbst mit der Gemeinde ist verbunden seit 1992 mit einer Brücke. Archipel vor Bergen. Die Vororte von Bergen liegen auf vielen kleinen Inseln. Ja, der Punkt, der steht hier auf der Oben, was für Material das ist, das habe ich leider nicht gesagt, aber der existiert doch. Because they couldn't stay that night. Normally they should stay there only one night, but it did happen that they got so drunk that they had to stay for 4 nights. We are going through these narrows here, very narrow as you can see, but however very deep water, so it's very safe, but it's a very good place for fishing. When the current is running through here, between high and low tide and on the other way, there's a lot of fish to be caught here. How about we get on the other side before we enter the cross fjord, which is the one coming up front here, then... Thank you.
kleine Häuschen, die auch als Wochenendhäuschen genutzt werden. Einige der Inseln sind auch unbewohnt. Und so ist sie jetzt nicht begraben. Das glaube ich hat seine Frau sehr ernst genommen. Denn sie ist ja wieder nach Amerika gegangen mit ihrer Tochter. Und ist in Sommer noch zum Beispiel gespielt. Aber sie hat eben den Kindern gesagt, dass sie Leute damit betreiben und die ganze Gebäude dann der Gemeinde Ohms erwartet. Und Gemeinde Ohms ist eine von den. Ferienhaus eines berühmten amerikanischen Filmstars in einem Vorort von Bergen mit seiner eigenen Anlegestelle für seine Yacht. Es ist wie ein Schloss gebaut. Auf dieser Insel werden wir anlegen und dann mit dem Bus zurückfahren. Wir machen auf unserer Bustour auf einer Halbinsel Halt und können einmal Bergen fotografieren. Die Häuser gehören zum Hafen von Bergen. Im Hintergrund Wohnhäuser. Das ist endlich so schön, was wir hier machen können. Was? Wenn wir jetzt so schön zu machen können. Ja. Ist noch was? Ist noch was? Eckert während des Fotostopps in Bergen. Der Hafen von Bergen. Ein Feuerlöschschiff. Wir sind in den Bricken. Das sind ehemalige Konture der Hanseseeleute. Heute sind kleine Läden, Geschäfte, Gaststätten, Künstlerateliers. Es ist sehr schön. Wir haben nur leider ganz wenig Zeit. Nicht zu schnell, das schneidet nicht. Ja, aber ich warte natürlich hier vorne. Thank you.
Sammlung schon erst viermal. Ja, wenn Sie rauskommen, dann sehen Sie den Bus. Ich gucke nur, dass ja, alle... Ja, okay. Wieder verlassen. Donnerstag, der 12. August. Auf dem Programm steht Stavanger. Wir sind gegen 5 Uhr in den Bjørnfjord eingefahren. Rechts und links sind kleine Inseln. Gegen 8 Uhr werden wir in Stavanger ankommen, um dann gleich das Schiff zu unserer Bootsfahrt zu verlassen. Wir sind auf dem Weg nach Stavanger. Die Insel Kvitsøya. Hier nehmen wir den Lotsen an Bord. Der Leuchtturm von Jarsten. Guten Morgen, heute ist Donnerstag. Wir sind heute schon zeitiger aufgestanden, da wir 8 Uhr in Stavanger von Bord gehen.
Stavanger, fahrt mit dem Boot zum Lysefjord. Unser Boot fuhr vom Hafen Stavanger an mehreren kleinen Inseln vorbei in Richtung Lysefjord, der 50 Kilometer ins Land hineinreicht und von großen Berghängen umgeben ist. Einfach toll. Anschließend hatten wir noch Zeit, die schöne Stadt anzusehen, bevor wir gegen 15 Uhr wieder an Bord gingen. Es war ein sehr schöner Tag. Wir sind auf dem Boot in Richtung Lysefjord. Tingholm. Flächenmäßig gesehen mit seinen über 842 Quadratmetern auch eine der größten. Forsand ist zudem auch eine der reichsten Gemeinden im Land, da die Wasserkraftwerke in Flörli und Lüseboten sowie die Sand- und Kiesgruben für hohe Steuereinnahmen sorgen. Landwirtschaft und Schafzucht stellen andere wichtige Industriezweige dar. Fjords gibt es herrliche Landschaften. Wir fahren auf eine Brücke zu. Wir unterfahren eine große Brücke. Sie ist so groß, dass auch große Schiffe hindurch können. Einer der Gründe dafür, dass die Brücke so hoch ist, liegt darin, dass Kreuzfahrtschiffe diese
Schlawanger anlaufen, ein Abstich in den Lüßfjord machen können. Fantaholo angekommen, was übersetzt so viel wie Vagabunden Grotte bedeutet. Alten Geschichten zufolge bekam Fantaholo seinen Namen von einigen Landstreichern, die auf der Flucht vor der Polizei waren, weil sie ihre Steuern nicht bezahlt hatten. Sie versteckten sich daher zwischen den Steinen in dieser Bucht und als der Sheriff mit seinen Männern kam, um die Landstreicher festzunehmen, begannen diese mit Steinen nach ihnen zu werfen. Der Sheriff und seine Leute mussten es schließlich aufgeben, die Vagabunden festzunehmen und unverrichtete Dinge von dannen ziehen. Das Stromerloch. Eine ganz enge Bucht. Wieder neue und schöne Eindrücke. Der Lüsefjord zählt wohl zu den schönsten Fjorden Norwegens. Ich sehe Möwen, okay. Ja, ich muss aber aufs Land verbringen. Ja klar, Pflanze, die ich im Wasser sehe, war mir klar. Oder Sie können ja beim neuen Live-Anfang als Suchbild hier. Ja.
Ja, super. Ah, jetzt habe ich sie. Ja. Da, hier am Felsen. Lieblinge des Kapitäns. Er hält immer an, um sie zu füttern. Sie haben auch auf den kargen Boden wirklich wenig zu fressen. Führt hervor und fällt durch die glatten vertikalen Felswände und sein 25x25 Meter großes Felsplateau auf. Dreckgestohlen wurde wahrscheinlich während der letzten Eiszeit vor ca. 10.000 Jahren geformt, als Wasser in Felsspalten gefror und dazu führte, dass große kantige Blöcke vom Berg abgesprengt wurden. Eine große Spalte trennt die Kanzel vom Berg, aber laut Meinung der Experten wird die Kanzel nicht in den Fjord stürzen. Um zur Felskanzel zu gelangen, kann man eine zweistündige Wanderung von der anderen Seite des Bergs unternehmen. Die Aussicht von der Felskanzel ist wirklich spektakulär. Deutscher Deserteur mit Namen Heinrich Mohr in den Lüsefjord. Er hörte von dem Mädchen Sigge, welche alleine oben am Steilhang wohnte. Heinrich kletterte die Felswand hinauf und blieb bei Sigge. Bekannt wurde Heinrich dank seiner Schnapsherstellung. 1921 war Alkohol in Norwegen verboten und Heinrich selbstgebrannter war sehr gefragt. Als Heinrich einmal nicht zu Hause war, kam die Landpolizei zu Sigge und fand die Ausrüstung zur Schnapsherstellung. Die Legende sagt aber, dass die Polizei nur ein von vier Apparaten fand. Es wird erzählt, dass dort oben immer noch ein paar Gefäße stehen, aus denen ab und zu etwas Whisky in den Wasserfall tröpfelt. Heinrich wurde übrigens des Landes verwiesen und Sigge wartete einsam bis zu ihrem Tod auf seine Rückkehr. Der Whisky-Wasserfall. Auf dem Rückweg fahren wir nochmals durch die Brücke.
der Yachthafen von Stavanger. Blick auf Stavanger und den Hafen. Unsere Costa im Hafen von Stavanger. Es ist schon ein gewaltiges Schiff. Eines der schönen Häuser von Stavanger. Ma c'è la Hubschrauber drauf steht.
Wir nehmen Abschied von Starwanger. Es war eine schöne Stadt. Mit so einem Boot sind wir auch gefahren. Der Hafen von Stavanger. Auch andere große Schiffe haben hier angelegt. Einen schönen Blick auf Stavanger, bevor wir den Hafen wieder verlassen. Nein, beide. Heute steht das Abschieds-Gala-Essen auf dem Programm. Da heißt es sich Schmuck machen. Die Speisekarte des Gala-Essens. Zuerst die Vorspeise. Dann die Suppe. Pasta. Das Hauptgericht, der Salat, und der Käse. Das Dessert steht nicht mit drauf. Es war eine besondere Überraschung. Thank you.
100 Meter neu. Liebe Gäste, heute haben speziell hier für Sie mit dem Namen Sinswort in Spiegobo, Ladies and Gentlemen, tonight, here for you, die Wostre, Karolinski, your brother Stewart. Your brother Stewart, auf für die Herren, hier in der Mitte, tonight here for you. La persona responsabile, responsabile di tutti i ristoranti qui a Bologna. E nel nome di Damsci, le cose che devo presentare, la persona responsabile di tutto il ristorante a Bologna. Ora tengo il piacere a presentare la persona incaricata di tutto il ristorante. Und nun, liebe Gäste, freue ich mich, Ihnen jede Person vorstellen zu dürfen, welche für sämtliche Restaurants hier an Bord verantwortlich ist. And now, ladies and gentlemen, I have the big pleasure to present the person in charge for all restaurants on board. Ladies and gentlemen, signore e signori, mani da una hand, fortissimo applauso per il nostro restaurant manager, signor Massimo Cirellin! Massimo Cirellin! Restaurant manager of the Porto Magico! Un applauso per i vostri metodi, signori e signori, stasera per voi, signor Thomas! Un applauso per Thomas! Thomas! Un fortissimo applauso per Giorgio! Fate parte per Giorgio! Adesso, signori e signori, mangiamone, hai il vostro applauso lì, il signor Luciano! Adesso, signori e signori, grande onore e piacere a presentarvi la persona responsabile della cucina di Bologna. E nel nome di Damsci, le cose che devo presentare, la persona responsabile della cucina. Grazie, 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 signori e signori. Liebe Gäste, ich möchte mich bei Ihnen von Herzen bedanken, dass Sie mein Schiff für Ihren Urlaub gewählt haben. Vielen Dank und arrivederci, arrivederci, goodbye, arrivederci. Danke, gentili Theater. Der 13. August. In der Nacht haben wir das Kap Lindesnest, den südlichsten Punkt Norwegens, passiert und Richtung Ostsee eingeschlagen. Gegen 13 Uhr erreichen wir den Hafen von Aarhus in Dänemark. Hier werden wir das Schiff wieder zu einem Landausflug verlassen. Heute ist Freitag. Wir sind auf dem Weg nach Dänemark.
Wir sind kurz vor Ahaus. Nun sind wir bereits im Hafen von Aarhus. Das liegt in Dänemark. Aarhus, die zweitgrößte Stadt Dänemarks. Aarhus, Stadtleben und Herrenhaus. Mit dem Bus fuhren wir in die Innenstadt von Aarhus. Es ist die zweitgrößte Stadt Dänemarks. Wir besichtigten den Dom und das Vikingermuseum. Fuhren wir etwa eine Stunde durch Vororte zu dem Herrenhaus des Gammel Estrup. Die Säle und Gemächer sollen einen Eindruck der großen Zeit des dänischen Adels im Lauf von mehr als 6 Jahrhunderten vermitteln. Aber es war, was nur mäßig gelang. Zum Schluss war wohl die Reiseleiterin nur noch allein im Haus, aber sie war so begeistert, dass sie gar nicht merkte, dass eigentlich gar keiner mehr zuhörte. Im Dom von Aarhus. Eine Ladenstraße in Aarhus. Früher fuhr hier Verkehr. Heute hat man sie wieder begrünt und jetzt haben sich wieder Geschäfte und Gaststätten angesiedelt. So, jetzt geht's weiter. Hier haben wir unseren Fluss durch Aarhus. Jetzt kanalisiert. 1932 hatte man sich entschlossen, diesen Fluss, der sowieso auf dem Theaterplatz.
das Herrenhaus der Familie Gamel Estrup. Die Gartenanlagen, sie zu besichtigen, fehlte die Zeit. Hafenanlagen von Aarhus. Wir nehmen Abschied von Aarhus. Das war unsere letzte Etappe. Nun geht's zurück nach Kiel. Wir haben Dänemark verlassen und fahren jetzt zurück nach Kiel. Samstag, der 14. August, unsere letzte Etappe nach Kiel. Gegen 1.30 Uhr sind wir erneut unter der Bjelkbrücke hindurchgefahren. Gegen 8 Uhr erreichen wir die Kieler Außenpforte, von wo aus noch 12 Meilen bis zur Ankunft in Kieler Hafen sind. Unsere Koffer wurden schon um 12 Uhr Mitternacht vor unserer Kabine abgeholt und sind jetzt vielleicht schon an Land. Wir haben dagegen noch etwas Zeit. Denn wir verlassen erst 10 Uhr das Schiff. Wir haben also noch Zeit, um uns nochmal im Schiff umzuschauen. Es ist 7 Uhr, wir werden in einer Stunde in Kiel anlegen.
sind wieder in Kiel. Hier irgendwo sind auch unsere Koffer dabei. Jede Reise hat ein Ende. So heißt es jetzt, die Koffer wieder ins Auto laden. Während wir hier unten unser Auto beladen, kommen da oben bereits die neuen Gäste an Bord. Sie fahren nach St. Petersburg. Ich würde gerne wieder mitfahren, aber es geht ja leider nicht. Hier stehen die Lebensmittel für die nächste Fahrt.